Hallo, hier ist Marco von Wärmebild24. Wieder ein neues Gerät am Start, das E3W, der Nachfolger vom E3N. Wir gucken zusammen mal, was da alles drin ist und ich zeige euch das Gerät. So, was haben wir da? Wir haben wieder so ein Quick Start Guide, aber wie ihr es schon von uns gewohnt seid, wir haben ja für euch ein Kundenkonto mit dem Full Service Package, wo alle Bedienungsanleitungen hinterlegt sind, die nochmal ausführlich, nicht hier so ein kurzes Ding, sondern wirklich eine ausführliche deutsche Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier so ein Täschchen dabei, um das Gerät einfach ein bisschen zu schützen, wenn ich im Revier bin, damit es nicht irgendwo rumfliegt, kann ich das in die Tasche packen. Habe hier nochmal so eine Handschlaufe und so einen kleinen Trageriemen. So, dann geht's weiter. Hier haben wir USB-Kabel und den Ladestecker. Was hier so ein bisschen schade ist, was wir uns gewünscht hätten, wäre der Micro-USB-Anschluss bei einem brandneuen Gerät. Hier ist doch noch der alte USB, der Mini-USB verwendet worden. Das ist nicht so schön. Ihr braucht halt dieses Kabel. Hätten wir uns anders gewünscht vom Hersteller. So sieht's aus, das Gerät. Ihr kennt es schon vom E2N. Tolle Farbe, hatte der Stefan schon mal vorgestellt. Schön griffig, schön grün. Von den technischen Daten her haben wir hier eine 19er Linse, haben einen 12er Pitch. Das Gerät hat WLAN drin. Das ist der große Unterschied zu dem Vorgänger, zu dem E3N. Ich kann hier halt Videos aufnehmen, diese speichern und so weiter. Obwohl ich diese Funktion habe, hält der Akku trotzdem 15 Stunden. Das ist wirklich enorm für ein Gerät in der Preisklasse. Sehfeld habe ich bei dem Gerät von 35 Meter. Damit sticht es natürlich auch raus. Der Waldjäger ist klar im Vorteil. Ich kann es an der Körung nutzen. Auch wenn ich kurze Distanzen habe, 30, 40 Meter, bin ich mit dem Gerät wirklich vorne dabei. Wir waren draußen und haben damit gefilmt. Ihr seht im Video unterhalb einen Hasen, der sitzt auf 80 Meter. Und ein bisschen weiter, schräg oben, der sitzt auf 180 Meter. Also man kann schon erkennen, dass es Hasen sind. Natürlich hatte ich gehofft, dass irgendwann Sauen kommen, aber die kamen leider nicht. Und ihr seht jetzt hier rechts im Bild zwei Stücken Rehwild. Die kamen so, ich sag mal, circa auf 90 Meter. Ich hatte das auch nochmal nachgemessen mit einem anderen Gerät, mit einem Entfernungsmesser. Die waren auf 90 Meter, kamen dann noch ein Stück dichter ran. Und ihr seht da doch schon eine sehr gute Qualität von dem Gerät. Wir wiegen das Gerät natürlich nochmal nach. Wie bei allen Geräten schon, wollen wir uns da nicht auf die Herstellerangaben verlassen und gucken mal, was hat das wirklich, das Gerät. Ja, wir sind hier bei 334 Gramm, also völlig in Ordnung, auch von der Größe her super, schön handlich. Ja, mehr kann man nicht sagen. Also wirklich ein Top-Gerät, Preis-Leistung passt. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Bis dahin, Weidmanns Heil, euer Marco.